So, willkommen zurück zum vierten Teil des Let's Plays von Etrian Mystery Dungeon. Heute sind wir im Teil 4. Ich bin gespannt, wie weit wir nach unten kommen. Achso, bevor wir nach unten gehen, ich habe nochmal die Karte komplettiert. Die war ja nicht ganz ausgefüllt. Leider habe ich keine Items großartig gefunden, die uns unterstützen können. Und ihr seht schon an der FP-Anzeige, naja, die ist ein bisschen runtergegangen. Das ist ärgerlich. Oh, und hier. Na, sowas zum Beispiel, das mag ich auch nicht. Wenn man eine Treppe runter geht und man kommt sofort in einen Raum mit ganz vielen Gegnern, das ist auch ätzend. Aber machen wir das Beste draus. Okay, der explodiert. Und ihr seht, was jetzt passiert ist. Er nimmt uns nicht nur die Hälfte der Lebensenergie weg, sondern alle, hatte ich auch schon mal gesagt, in einem Umfeld von einem Feldradius, zieht er gleich mit in den Ruin. Und die Gegner hier unten sind auf jeden Fall stärker. Das heißt, das müssten wir im Normalfall schon so zwei bis dreimal angreifen, ehe da überhaupt was passiert. Aber bis. Oh, Blast Squall, jawohl! Jawohl! Jetzt können wir doch endlich mal unseren Helm austauschen. Ach, das ist geil. Das ist richtig geil. Okay, da haben wir auch endlich mal. Wurden wir vom Glücksgott ein bisschen in den Popo geküsst? Ach, schön. Schön, schön, schön. So, mal gucken. Jetzt nehmen wir mal hier genau diesen Helm oder dann doch eher den. Wobei Headbound ist eigentlich völlig Wurst, ob wir das haben. Och, schön. 9 Verteidigungspunkte ab. Jetzt müssen wir trotzdem zusehen, dass wir irgendwie unsere FP-Punkte nach oben kriegen. Denn so langsam verhungern wir. Von der HP-Anzahl ist das noch gar nicht so wild. Da ist auch eine Scrolle und. Ja, auch eine Sammelrolle. Jetzt haben wir davon schon einige gefunden, aber ich würde die eher eintauschen. Und es ist ein Shop. Oder da ist eine Waffe. Da ist eine Waffe. Ich werd verrückt. Oh, bitte. Lass es eine sein, die wir tragen können. Können wir die tragen? Ja, ein D hier. Ihr seht es unten. Da steht ein D. D steht für Dancer. Und die können wir mitnehmen. Und das Schöne ist, wir haben sogar so viel Kohle. Ach, ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht, Leute. Jetzt habe ich sogar ein bisschen Gänsehaut. Weil hier, ja, man geht einfach so nach unten, erwartet nichts und dann kriegt man hier eine Waffe und eine Blessing Scroll. Ja, faszinierend. Das ist cool. Oh, die müssen wir gleich mal ausrüsten. Wo ist er? Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Oder habe ich jetzt wieder mal nicht aufgepasst? Doch hier, da oben. Oh, 115. Das ist dick. 30. Komplett ein Drittel auf die Waffe drauf. Ach, das ist einfach, das ist ein Traum. Das ist einfach ein Traum. Jetzt können wir hier auch den ganzen anderen Mist hier einfach so mal ablegen, den wir nicht mehr brauchen. Die ganzen Kopfausrüstungen. Ja, nicht schlecht. Da haben wir eine Waffe gefunden. Ich würde sagen, damit sollten doch die Ebenen 11 bis 30 auch kein größeres Problem darstellen. Klar, es gibt ein paar Monster, die haben jetzt gegen diese Slash-Attacken. Ja, stecken die halt dann auch nicht so viel ein, weil die eine gewisse Grundimmunität dagegen haben. Aber das macht nichts. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ach, ist das schön. Das ist wirklich schön. Ach, übrigens, zu dem Spiel ist mir auch eingefallen, es ist eigentlich auch sehr, sehr schade, dass die Etrian Odyssey-Teile und dann diese Ableger hier gerade auch gar nicht so bekannt sind. Meine gute Rollenspiele sind jetzt von der Masse gesehen auch nicht die Spiele, die jetzt übelst gespielt werden. Wobei, da muss ich auch aufpassen, was ich sage, denn immerhin sind ja gerade Rollenspiele in diesem Jahr auch Spiele des Jahres gewesen. Ne? Denke ich ja nur an den Witcher oder Fallout. Obwohl es eigentlich auch eher ein Shooter ist. Ja, und das ist halt schade. Das, was hier bei dem DS zumindest oft gespielt wird, das sind ja dann schon eher die Pokémon-Teile. Und was ganz, ganz, ganz beliebt ist, ja, zu Recht dann auch, das sind dann die Teile von Animal Crossing. Ja, hatte ich auch schon mal ein Video zu gemacht. Sieht man auch gerade an den Verkaufszahlen. Und die werden auch dann auch öfter gekauft. Vielleicht hat man hier bei dem Spiel gedacht, weil ja die Pokémon Mystery Ableger so ja, erfolgreich auch sind, dass man hier ein bisschen mehr reißen kann an dem Spiel. Und so schlecht
sind die ja nicht, die Äthiopien-Teile. Mir kommt es halt immer so vor, als ob dann in den anderen Kontinenten der Welt die Spiele viel, viel höheren und besseren Anklang finden. Ich meine, nicht umsonst wurde es ja hiervon auch 1 bis 4 Teile geben, zu dem normalen Spiel zumindest. Und ja, der Ableger, der kommt ja auch nicht einfach von irgendwo her. Also muss ja schon einen gewissen Erfolg mit sich bringen. Aber man sieht halt hier in Deutschland recht wenig deutsche Informationsquellen zu diesen Spielen. Und die werden ja auch nie übersetzt. Das lohnt sich ja anscheinend hier für den deutschen Markt auch nicht, was ich sehr schade finde, weil die Spielmechaniken, gerade von den normalen Etrian Odyssey-Teilen, ist ja sehr gut, muss man ja mal sagen. Das fesselt, hat auch sonst eine gute Story. Na, aber leider halt nicht so bekannt. So, nehmen wir das Brot hier noch mit, auf alle Fälle. Wenn wir Glück haben, ist hier auch nochmal. Ja, glatten Potion, auf jeden Fall. So, mal gucken, was wir jetzt hier alles eingenommen haben. Wie viel wir rauskriegen. Do you want to selling the dropped items? Auf jeden Fall. 112, okay. 140. Ich habe auch gar nicht so viel mitbekommen, was da oben passiert ist. Ich habe einfach nur die ganzen Sachen hier aufgehoben. So, die glatten Potion, die nehmen wir auf jeden Fall sofort. Jetzt haben wir 180 maximale FP-Punkte. Oh, und wir haben ganze 3 Yggdrasil-Blätter. Ja, wieso steht da überhaupt Leaf, wenn es eine Flasche ist? Das ist ja auch witzig. Okay, eine Light Scroll, die White Potion. Ja, die werden wir nachher, wenn wir hier ein Level Up haben, auch denke ich direkt nehmen. Warum sollten wir die jetzt aufheben? Und vor allem bis zum Schluss. Hatte ich ja eigentlich erst vorgehabt, aber macht ja auch keinen Sinn. So, hier das Brot. Werden wir schon mal essen? Anzeige ist somit ein bisschen aufgefüllt. Oh, und die ist gar nicht so aufgefüllt. Das bringt nicht so viel. Da können wir froh sein, überhaupt ein bisschen Brot gefunden zu haben. Und ich merke auch gerade, wir haben gar keine verfluchten Items mehr. Da hatten wir wohl einen gewissen Prozentsatz an, ja, an Glück, dass diese Blessed Scroll alle Items geheilt hat, die wir mit uns geführt haben. Ja, finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Und jetzt sieht die Sache doch schon ganz schön anders aus. Ja, gehen wir mal weiter nach unten. Ja, ist das cool. Da geht man hier eine Treppe runter. Und da ist eine Waffe zu kaufen. Das ist ja echt der Hammer. Und meistens ist es ja so, wenn man dann so ein Glück hat, würden jetzt hier in dieser Ebene wahrscheinlich nochmal 4, 5 Waffen sein, die man alle nicht braucht. Ist ja immer so, man braucht eine einzige Waffe, findet keine und dann ist man in so einem Raum und da sind auf einmal dann so viele Waffen drin, dass man sich fragt, wieso habe ich denn die vorher nicht bekommen? Na, wir sind schon wieder vergiftet worden. Naja, macht nichts. So, kurz mal heilen. So, dann ist der auch weg. Ja, und ach, der Schaden, 191. Das ist fett. Dann gehen wir nochmal kurz hier nach links unten. Da ist nichts. Schade. Aber was wir jetzt noch bräuchten, das sind eben diese Light Scrolls. Das wäre schön, wenn wir die noch finden. Ja, und den versuchen wir auch nochmal irgendwie platt zu machen. Damit wäre es nämlich unser dritter. Und wenn wir jetzt den dritten besiegt haben, dann verschwinden die nämlich auch generell aus dem Dungeon. Und nerven nicht mehr. Ja, mal gucken, ob der dann wieder eher seine ganzen Freunde zu sich holt. Schön, dass wir den auch nie treffen. Ah, er macht uns wieder etwas langsam. Ja, er haut ab. Mist. Okay, macht aber nichts. Irgendwann, wenn wir ihn wieder finden in irgendeiner Ecke, dann ist er dran. Ah, dieses Knuddel-Ding. Okay, nochmal kurz nach oben. Und hier ist auch nichts drin. Ah, es ist einfach schade. Es ist schade, 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 dass wir nicht so viele Rollen finden. Es wäre auch schön, wenn der Shop mal ein paar andere Sachen verkaufen würde. Ich meine, wir können ja nun nicht meckern. Wir haben eine Waffe gefunden. Besser geht's ja gar nicht. So, die Flasche brauchen wir auch nicht. Da hinten ist ein Item. Wenn es ein Siegel ist, holen wir es nicht. Da hauen wir wieder ab. Und wenn es eine Flasche ist oder eine Rolle, gehen wir natürlich auch dahin.
Es ist ein Siegel, ja. Und tschüss. Ach, komm schon. Jetzt hat er uns verlangsamt. Auch ekelhaft. So. Ja, ihr seht auch schon gerade, wenn wir jetzt solo unterwegs sind und wir haben jetzt so einen Raum voller Monster, dann ist man auf jeden Fall auch gut beraten, in so einen Gang zurückzugehen, weil man dort nämlich die Monster nach und nach doch sehr einfach besiegen kann. Ne, ohne dass man jetzt Angst haben muss, dass dann Monster, gerade die auch dann Fähigkeiten haben, über den ganzen Raum zu attackieren. Und hier schon wieder. Also wenn das jetzt so weitergeht, dann ist das schon ätzend. Einen Raum zu haben, wo dann immer ganz viele Monster drin sind. Naja, aber solange die halt nicht so viel drauf haben, wollte ich sagen, aber die haben ja schon einiges drauf. Das ist natürlich auch eine totale Killer-Kombo, wenn wir runtergehen und da ist ein Vieh drin, was wir besiegen können, was sich erstmal zersprengt. Und dann alle anderen Monster nochmal auf uns einhacken. Auch nicht schön. Aber es zwingt uns ja auch keiner, dieses Monster zuerst anzugreifen. Ja, dann bin ich ja dann auch selber schuld. Darf ich mich dann auch nicht beschweren, wenn ich hier drauf gehe. Aber egal, hat ja erstmal soweit funktioniert. Aber es sind ja schon wieder Haufen Monster drin. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja wirklich nicht. Okay. Ach, und die vergiften uns schon wieder. Mann, ey. Ja, jetzt wird schwieriger. Jetzt wird schwieriger. Der hätte jetzt ruhig explodieren können, hätte ich nichts dagegen gehabt. Ja, also man sieht, dieses Dungeon hat als Kombinationsangriffe nur eins im Sinn, und zwar uns entweder zu vergiften oder zu paralysieren oder uns einfach wegzuspringen. Okay, jetzt haben wir wahrscheinlich hier irgend so ein Siegel abbekommen, dass wir unsere Angriffe verfehlen. Das wäre auch schon Mist, wenn das so beibehalten bleibt. Ja, hier ist eine Rolle und eine Truhe. Sleeping Squad ist schon mal gut. Mist Rope, die brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht. So, da bin ich auch schon wieder. Wir hatten gerade noch eine kleine Unterbrechung. Diesmal lag es nicht an einem Handy, was geklingelt hat. Ist ja alles ausgestellt. Ich habe ja noch zu Hause so einen kleinen Kater, der, wenn er nicht zu viel Aufmerksamkeit bekommt, auch mal die ganze Bude zusammenschreien kann. Okay, nach ein paar Knuddeleinheiten ist das aber auch erledigt. Und jetzt können wir uns hier wieder fokussieren auf das Dungeon. Okay, wir waren hier oben stehen geblieben. Endlich finden wir auch mal wieder ein paar gelbe Einheiten. Da oben vielleicht noch was? Ne, da ist nix. Ja, und ich hoffe, dass wir jetzt nicht immer wieder in so eine Monsterräume kommen, wo ganz, ganz viele Monster auf uns warten, weil das muss ja nun auch nicht sein. Okay, der macht schon wieder Defense Down. Hat aber nicht geklappt. Okay, dann werden wir uns noch mal kurz um den Affen kümmern. Ja, die halten, auch wenn wir eine bessere Waffe haben, doch ganz schön viel aus. Ja, der Grashopper hier sollte kein Ding sein. Hier ist auch nichts drin. Ja, es ist wirklich schade, unsere Light Squads, dass wir die nicht finden. Und hier schon wieder dieser Puka. Ach Mann, ich würde echt so einiges geben, dass wir die Viecher erstmal hier loswerden. Aber vielleicht haben wir Glück und können die noch besiegen. Und dann ist er nämlich weg vom Fenster. Oh, sieht gut aus. Wir müssten halt nur. Der Dreierangriff, der muss halt sitzen. Oh yes, er ist weg. Oh mein Gott, er ist endlich weg. Und wir haben dann auch zwei Potions gefarmt, die unsere Level nochmal erhöhen. Also hat es ja auch ein bisschen was gebracht. Okay, damit halten die uns aber nicht mehr auf. Sehr gut. Die sammeln wir natürlich auch ein, damit unsere FP-Anzeige auch schön oben bleibt. Hier ist ein Item drin, es ist Geld. Geld ist immer gut, allerdings bietet der Shop, falls wir nochmal ein treffen, höchstwahrscheinlich nicht mehr so viele Sachen an. Das Einzige, was da interessant sein wird, das sind dann diese Brote, die wir kaufen können. Ich denke mal, von den Waffen und Ausrüstungen her haben wir eigentlich so alles bekommen, was uns interessiert. Oh, wir sehen in den Maps, wenn wir nach unten gehen, die Auswahlmöglichkeiten von Treppen sind gar nicht mehr so groß.
Naja, wenn wir jetzt Pech haben, laufen wir eine Sackgasse und müssen den Weg zurück. Ist aber sehr unwahrscheinlich, hat ja schon gesagt, gerade wenn wir in der Mitte uns befinden. Oh, hier ist wieder ein Shop. Sehr schön. Und das sind Rollen. Lasst es die Leitskreuz sein. Na, wieder so eine Sammelscroll. Eine Hilferolle. Ach, gibt's ja nicht. Wieso können wir denn die nicht einfach austauschen? Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Da können wir schon mal unsere Waffe schützen. Das nehmen wir auch mit. Das nehmen wir auch mit. Ja, die Sammelrollen. Erstens haben wir keine Kohle dafür. Können wir uns nicht leisten. Und auf der anderen Seite werden wir es wahrscheinlich auch gar nicht so oft brauchen. Oh, wir haben gar nicht so viel Geld. Tja, was lassen wir jetzt hier? Oder was verkaufen wir zumindest? Das könnten wir hier lassen. Ja, die Segel auf jeden Fall auch. Ja, eigentlich wollte ich sie ja testen, aber irgendwie habe ich dann doch nicht so die Lust auf diese Siegel. Ja, die Hilferollen. Naja, da. Na, schwierig. Aber ich glaube, ein paar lasse ich auf jeden Fall hier. Weil mal ganz ehrlich, wie oft nutzen wir denn tatsächlich diese Rollen, um uns in den Prevent-Status zu setzen? Das wird ja nur auch nicht so oft passieren. Mal gucken. Ja, wir verkaufen das für knappe 300 und damit müssten wir doch uns den Rest ja leisten können. Perfekt. Jetzt sind wir bei plus minus 0. Ach ja, die Ausrüstung. Die können wir natürlich auch hier lassen. Brauchen wir ja nicht mehr. Oh, mir ist ja gar nicht aufgefallen, dass die Mistprobe besser ist als das, was wir haben. 10 ATK erhöht. Sehr schön. Und sogar 2 mehr Defense. Ja, manchmal sollte man sich dann doch ein bisschen auf das Spiel besser konzentrieren. Ja, dann verkaufen wir eben das. Oh, 500. Für eine Hordesquall reicht es leider nicht mehr. Ist ja auch nicht schlimm. Okay, aber das ist ja auch schon wieder glücklich gewesen, dass wir das nochmal gefunden haben. Kettenhelm. Bringt der was? Erhöht unsere TP und Technik. Aber dafür unsere Defense geht weiter nach unten. Na, dann behalten wir auf jeden Fall unseren bisherigen Helm. Der ist ja, glaube ich, ein bisschen besser. Okay. Ja, du solltest doch hier uns keine Probleme machen. So, mal gucken, wie weit wir auch heute kommen. Vielleicht schaffen wir es ja noch in die 15. Etage. Das wäre schön, wenn wir hier pro Aufnahme 5 Ebenen kriegen. Ist aber wahrscheinlich Wunschdenken. Weil ihr seht es ja selber. Gerade das Bekämpfen der Monster dauert ja auch etwas Zeit. Ja, das nehmen wir auch mit. Ja, und wir sollten auch unsere HP nicht vernachlässigen. Gerade beim Reden merkt man gar nicht, dass die Monster härter angreifen und einem doch ganz schön viel HP abziehen. Also wegen einer Nachlässigkeit möchte ich jetzt hier auch nicht gerade drauf gehen. Aber so sieht es doch ganz gut aus. Ja, gehen wir nur noch mal kurz nach oben und dann müssten wir doch hier die Etage haben. Oh, hier sind ganz viele Monster drin. Und ich würde sagen, ja, die lassen wir auch. Da habe ich jetzt keine Lust, die noch mal zu besiegen. Ja, stehen wir auf der Treppe, aber das Gute ist, irgendwo konnte man auch gucken. Hier, unter Search suchen. Wenn man nämlich irgendwo draufsteht, kann auch passieren, wenn wir viele Items bei uns haben. Wir haben ja ein Limit bis zu 60 Stück, können wir ja bei uns tragen. Ne, kann ich auch noch mal kurz zeigen. Nicht bei Skills, sondern bei Items. Hier, 27 von 60 haben wir gerade mitgenommen. Und dann stehen wir halt auf einem und können es dann austauschen. Da steht dann Exchange. Und da muss man nicht extra ein Feld nochmal zurückgehen und dann wieder aufs Item drauflaufen. Ja, da verschwenden wir ja auch zwei Züge. Muss ja nicht sein. Dann können wir durch diese nette Funktion einfach dann alles, was unter uns ist, ja, dann so nochmal untersuchen. Wie die Treppe zum Beispiel. So, das auch nur Geld. Was war das? Okay. Slowness Trap. Ah, Mann, oh nein. Eine Monster-Ruffalle. Aber kriegen wir hin. Da ist nur dieses eine Vieh, was uns vergiften kann. Das machen wir zuerst platt. Oh, und der Schaden kann sich sehen lassen. Ah, diese Biene ist auch ein Mist, kann uns auch vergiften. Ja, sag mal, wie viele Steine hat denn der noch? Und vor allem, wo nimmt der die her?
Ist ja nicht so, dass er irgendwie Taschen an den Seiten hat. Und am Boden liegen ja nur auch nicht so viel Steine rum. Okay, der müsste uns doch auch nichts anhaben können. Gerade mit unserer Ausrüstung. Schade ist, dass wir hier mit dem Schwert bei ihm nicht so viel Schaden machen. Der hat also auch eine gute Abwehr. Ja, das Siegel lassen wir mal liegen. Interessiert uns nicht. Okay, solange es nur so eine kleinen Fallen sind, die unsere Bewegungsgeschwindigkeit einschränken, ist das nicht ganz so schlimm. Schlimmer wären dann diese Summon-Fallen. Oder diese Giant Bomb, da sind wir auch schon mal auf eine getreten, die sich aber Gott sei Dank nicht aktiviert hat. So. Ja, schön in den Gang zurückflüchten. Mal gucken, wie viel dieser Krebs jetzt einstecken kann. Ja, er kann jetzt schon das Doppelte einstecken. Das ist auch mies. Ne, wenn ihr euch dann zurückerinnert, oben mussten wir den nur dreimal schlagen. Da hat er Lebenspunkte von 6 Stück gehabt. Hier unten sind es jetzt schon 10 gewesen. Nicht ganz das Doppelte, aber immerhin mehr. Okay, die Pflanze, die kann auch nicht so viel. Okay, haben sie Bewegungsgeschwindigkeit wieder verdoppelt. Das ist gut. Und sogar eine Falle nochmal freigelegt. Ach ja, wir haben ja noch hier diese Gilding-Squall. Die müssen wir auf jeden Fall nutzen. Weil nicht, dass wir jetzt auf so ein Monster stoßen und die Waffenstärke nach unten geht. Oh, sogar plus 5. Das ist echt schon Hammer. Da können wir nämlich die Waffe, falls wir es hier tatsächlich bis nach unten schaffen, auch nutzen, um die anderen Waffen zu stärken, die wir fürs Hauptspiel haben. Ja, das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Okay, jetzt sind wir hier in Ebene 14. Wir gehen noch mal ganz kurz runter. Ich denke, für die Aufnahme müsste das eigentlich reichen. Oder, ach, wisst ihr was? Wir machen die 15. noch. Na klar, da gehen wir hin. Das Gute ist, da unten geht es dann auch noch mal eine nach oben. Die könnte ich dann noch mal neben der Aufnahme einfach bewältigen. Und dann geht es nämlich ab der 15., also hier, dann ordnungsgemäß weiter in dem fünften Part. Und vielleicht finden wir hier noch irgendwas richtig Tolles, wo wir abgehen können. Okay, Konfusfalle ist nicht ganz so schlimm. Und wir haben eine neue unidentifizierte Flasche gefunden. Mal gucken, was das ist. Werden wir dann wieder herausfinden, wenn wir am Ende dieser Ebene angekommen sind. Also bei der Treppe, wenn wir wieder alles austesten. Ja, und ich mache das auch deshalb immer am Ende dieser Ebene bei einer Treppe, weil einfach die Gefahr auch viel zu hoch ist, dass wir irgendeine Rolle aktivieren, die vielleicht zu unserem Nachteil ist. Na, und nicht, dass wir dann gerade irgendwo mitten in einer Ebene sind, ohne Chance auf eine Flucht. Und so können wir zumindest dann einfach direkt, falls es irgendeine Mistrolle ist, die irgendeinen negativen Effekt hat, dann können wir zumindest dann gleich abhauen in die nächste Ebene und gehen eben so kein Risiko ein. Aber das läuft trotzdem noch ganz gut. Wir sind immer noch, was die FP-Anzeige angeht, nicht so gut dabei. Aber solange wir noch ein paar Sachen finden, um diese Anzeige zu regenerieren, ist das ja nicht ganz so schlimm. Okay, jetzt könnten wir da oben noch mal lang, aber ich überlege, ob wir jetzt schon aufhören, da abzusuchen. Na, das ist doch mal ein Zeichen. Jetzt sind wir auf die Teleportationsfalle gekommen. Und die transportiert uns genau hierhin, um nochmal den Raum unter uns abzugrasen. Na, wenn das kein Zeichen ist und da ist nichts drin. Ja, schönes Zeichen. Hat er gar nichts gebracht. Und diese Teleportationsfallen, die sind auch, gerade wenn man zu viert spielt, also in einem Vierertrupp, auch richtig, richtig mies. Denn gerade wenn man einen Heiler hat, sollte man mit einem spielen und dann der wegteleportiert wird, dann kann man den One eigentlich auch schon abbrechen, außer man nimmt in Kauf, dass der halt down geht und nicht mehr wiederbelebt werden kann. Es sei denn, man hat noch zufällig einen Nektar einstecken. Okay, ja, dann würde ich sagen, wir gucken uns noch mal alles an, was nicht identifiziert ist. Hier, diese Flasche hier. Ja, eine Confuse-Flasche.
Flasche ist es gewesen. Und genau das meine ich. Stellt euch vor, wir sind jetzt in irgendeinem Raum drin, wo ganz viele Monster sind und aktivieren einfach diese Flasche, unwissend, was es bewirkt. Dann können uns nämlich die Monster richtig schön viel Schaden austeilen und wir sind vom Glück abhängig, in welche Richtung wir unseren Schaden austeilen. Ja, damit soll es auch gewesen sein. Ja, vielen Dank nochmal für den vierten Teil, fürs Zugucken. Ich werde, wie gesagt, hier nochmal nach oben gehen. Schaut auf die Map hier. Da oben gehe ich nochmal kurz hin, gras das ab. Und dann treffen wir uns hier in der 15. Etage wieder. Ja, lief doch gut. War ein guter Teil. Wir haben einiges gefunden. Und dann kann ich nur sagen, bis zum nächsten Mal und tschüssi.